gewünscht habe. Könnt ihr wirklich alle froh sein? Bremer Kollege kam erst einen Tag später damit an. Ey, ich brauche doch noch eine Karte. Ja, Pech. Jetzt habe ich es gedroppt. Ja, habt ihr nochmal alle Glück gehabt. Eventuell, beziehungsweise einer oder eine oder ein X von euch. Man weiß es ja nicht. Heutzutage kannst du ja nicht danach gehen. So, wir haben auch so viele Einsendungen gekriegt. Alter, schreibt mal alle eine 1 im Chat, dann können wir euch mal hier ein bisschen aufzählen noch, wer gerade da ist. Also Mona, Lisa, 1907 ist da, Pitti ist da, der 1907 ist da, Dana ist da, Barbara ist da, Ina, 30, 10, 0, ach du Scheiße, Junge. Sascha, dann zähl mal auf, Junge. Die Jesse Bubu, Joanna, Percy, 0912, ja. Jonas. Vanni, Melanie, Bratensoße, gefällt mir, Bratensoße. Und dann 1907, geil. Diana. Ja, Sascha, geh mal rein in die Verlosung. Und der Dirch ist auch da. So, worauf ich hinaus wollte, wir haben so viele, ne, dass wir das Rad mit Zahlen befüllen mussten. Ich habe aber direkt die Excel-Liste. Der Sascha, der hat das in der Excel-Liste gemacht, sorry. Sonst hätte ich die Namen so reinkopiert. Arthur ist auch da, hi. Schön, dass ihr da seid. Hoffentlich sieht man euch auch demnächst mal hier wieder. Ja, darum haben wir die Zahlen dann genommen, ne? Und ihr seht das jetzt mal. Warte mal. Ach, der RWE 1907 ist auch da. Ihr seht das hier, das sind die Zahlen, ne? Und ja, hier sind die Namen, habe ich hier auch in der Excel-Liste. Die 1 gibt es nicht, wie ihr vielleicht hier oben seht. Da dort bei der 1 Name steht. Wäre doof, wenn wir die 1 auslosen und das auf nichts mehr, oder Sascha? Jo, aber lass mich gerne den Namen durch geben. Seid ihr bereit? Seid ihr bereit? Ja. Die sind doch alle schon heiß wie Frittenfett, ey. Ja, Frittenfett ist auch hier irgendwo, Sascha, hab ich gesehen. Frittenbuden Kowalski oder sowas. Ja, Frittenbudenchef. Plus Bratensoße. Alles klar, komm, wir drücken mal drauf, Sascha. Ha? Jo, lass knacken, ja. Alles klar. Ist es? Ist die Nummer 26, Sascha? Warte, das ist Max S. Ne, also Max.SHRW. Alles klar, guter Name. Erstmal herzlichen Glückwunsch dazu. Ja, herzlichen Glückwunsch, viel Spaß. Also wir schreiben dir noch. Bleibt aber gerne hier drinnen, weil wir quatschen noch ein bisschen was über die Zebras. Ja, du wolltest ja vielleicht auch mal, kannst ja nachholen, der ZDF, Sascha, oder? Boah, Alter, da kann ich heute nicht nachholen. Nee? Ich hab da noch nicht vorbereitet. Ich wollte das ja alleine ansprechen. Okay. Mein Gott, da kriege ich jetzt aus dem Stand nicht hin. Ja. Der Max hier nicht drin, oder was? Nee, anscheinend nicht. Ja, da muss frech, ich den nachher anschreiben. Frech. Alle da, nur der nicht. Ja, Sascha, was willst du denn über die Zebras erzählen? Machen wir dann unter Tacheles, wa? Ja, ach. Ja. Was will ich erzählen? Sonntag haben wir das Spielchen gegen die Zebras, ne? Mal gucken, was sich unser Stadionsprecher einfallen lässt. Der wurde ja auch vom DFB schon abgemahnt. Ja. Der Route, ne? Ja, weil er ein bisschen zu frech zu den Ulmern war. Ja. Aber er wird sich da, glaube ich, eher nicht zurückhalten, ne? Ich hoffe, dass die meisten dennoch irgendwie zum Spiel kommen. Haltet die Augen offen, ne? Gibt ja noch eine rot-weiße Kartenbörse auf Facebook, RWE-Forum und so weiter und so fort. Es gibt auch bei Rot-Weiß, die verlosen selber wohl noch 2x2 Karten irgendwie, ne? Hab ich gesehen. Schon zu Ende. Das ist schon zu Ende, glaube ich. Einsendungsschluss. Gestern Mittag. Also von daher, da sind wir ein bisschen spät dran für die Info. Ah, okay, wusste ich auch nicht. Ja, so. Der hat nicht Spatzen gesagt, der hat die komischen Vögel gesagt. Und ja. Spatzen sind halt Vögel, ne? Ist so. Ja, ansonsten, ne? Was tippst du denn eigentlich für am Sonntag? Ich? Gute Frage.
Ich weiß, die habe ich immer. Ah. Der Max ist wohl auch hier, Sascha. Ist er? Jungs, bin da. Heißt hier nur anders. Ach, Monte Schwanni. Oder Monte Schwanni. Ja, Sascha. Ja, Junge! dann erzähl mal was. Was denkst du? Was ist euer Ergebnistipp, hä? Im Chat dürft ihr auch gerne reinschreiben. Oder auf YouTube. Was tippst du, Sascha? Die haben ja jetzt das letzte 3-0. Spiel 2-0. 3-0. Die haben das letzte Spiel 2-0 verloren in Bielefeld. Wir gewinnen 3-0. Ja, wir gewinnen 3-0. Ich sage dir, in den ersten 10 Minuten schießen wir ein Tor. Und dann machen die sowas von auf, ne? Dass du denkst, Holland wird überflutet, ne? Sascha, ich sag 7-0. 7-0. Träumer. Nö, ich bin realistisch. Gegen die Affen muss er eigentlich noch höher gewinnen. Wann bist du? Ach, realistisch. Realistisch. Ja, Und was denn? danach die Woche geht's dann nach Bielefeld, ne? Jo. Auf Ob wir Verein, damit ne? einem guten Gewissen überhaupt gewinnen können? Direkter Konkurrent von denen. Ja, doch. Müssen wir eigentlich. Ist mir scheißegal. Ansonsten Hütte ausverkauft, ne? Boah, ich rechne mit erstmal. 19.200. Ja, ich rechne mit richtig geiler Ruhrpott-romantischen Stimmung, ey. Sascha, du bist ein bisschen blau im Gesicht. Ja, ich weiß, weil der Popschutz nicht drauf ist. Kann ich mal eben drauf machen, Ja, ne? mach mal, ist Mal glaube ich wieder. schöner, oder? Du hast mich ja laut gekriegt. Eieiei. Ja. 2-0 verloren. Die sehen im Moment auch, wie vierter Platz sind die? Im Moment, Sascha. Auf jeden Fall auf dem Abstiegsplatz, ne? Warte mal, vorvorletzter. Du weißt, wer gewonnen hat, ne? Die 26. Ich mach das jetzt hier weg. Ja, ich weiß, wer gewonnen hat. Gut. So, ich glaube, Maxi sei jetzt, dem schreibe ich auf jeden Fall nochmal an. Gibt noch eine kleine Frage zu klären, wenn wir uns dann Sonntag halt am Stadion treffen. 29 Punkte, also 29 Punkte haben die. 5 Punkte bis zum rettenden Ufer. Boah. Da wird nichts mehr für die. Ja, hoffentlich nicht. Sascha, was wir jetzt hier auch reinkloppen können noch? Wir haben noch ein paar Becher, ne? Nicht mehr viele, aber ein paar Sascha, noch. das muss schneller gehen. Ja, sehr. Ja, ein paar haben wir noch. Restbestände. Wer Bock hat, kann immer noch uns anschreiben auf YouTube, Facebook, was weiß ich. Auf YouTube anschreiben geht Ja, das schlecht. Da geht gibt auch es in die keine Kommentare. Kommentare. Geht auch in die Kommentare. Insta. Ja, Sascha. Insta, Facebook, also wer hier drin ist, weiß, das war recht schnell an vorhanden, ne? Also da war ja schon rekordverdächtig. Ich würde sagen, mehr Infos haben wir im Moment nicht. Da ist jemand gesperrt noch bei Duisburg, richtig? Irgendeiner wurde doch gesperrt gegen Dings. Ja, schlimmer ist, dass durch die Ostfranzosen, Schieber, Belinski und Igel. Igel außer Gefecht sind, beziehungsweise nicht spielen dürfen. Ne? Das ist ja schon die größte Schieberei. Jo, Mona, wir schreiben noch wegen den Bechern. Keine Sorge, das vergesse ich nicht. Jo, ansonsten, aber wir haben ja auch eine halbwegs vernünftige, also wir haben eine vernünftige Bank. Und für die Zebras dürfte das alle mal reichen. Der Schapiner war ja auch bei der WAZ im Podcast. Der hat auch gesagt, dass die schon heiß wie Frittenfett sind. Hab ich schon gar nicht gesehen. Ist vor 2, 3 Stunden reingekommen. Ach so, okay. Ja, gucken wir mal, ne? Auch weil man natürlich auch empfehlen kann, auf die rot-weiße Art, da ist gestern, vorgestern wieder was hochgeladen worden. Die haben so ihre besondere Art und Weise, Podcasts zu machen. Die Sprüche, Ja. die sind da manchmal schon Die ganz geil. beiden sind ja auch besonders, würde man das nennen, Sascha, oder? Ja, sehr besonders, sehr besonders. Genau, Rute und Andy Krom machen das, ne? Jo. Ja, nicht schlecht. Ja, sonst noch irgendwas, Sascha?
Ja, meine Deckenlampe kommt von Amazon. Ja, Aber scheiß auf die deine Regie macht Deckenlampe. auf. Die Regie macht auf. Ja. Nö, Ich sonst hätte sonst aber. Nö, eigentlich nicht. eigentlich Götze nicht lässt mich mehr. immer noch mehr Zeit. Götze lässt sich immer noch Zeit mit der Vertragsunterschrift. Ne? Ja, ansonsten hat es Aber ja ich nicht habe viel gehört, getan. Müsel hat verlängert, Sascha. Ja, der hat verlängert. Und was man noch sagen kann, ist, Platzek und Grund sind zurück. In der zweiten Mannschaft, Kreisliga Ja, A. da Du hast ja schon weißt gesagt, du willst dir eine Dauerkarte holen. du. Ja, ich glaube, da ist Dauerkarte, die normale zählt da mit. Ne. Weiß ich nicht. Ich Keine denke mal. Ahnung. Ich denke mal. Ich denke mal nicht, Keine dass er da Ahnung. Eintritt zahlen muss, für Die können zweite sich Mannschaft. zum Saisoneröffnungsspiel können die sich schon mal auf relativ viele Zuschauer bereit machen, ne? Für die Kreisliga. Zwei, Ja. drei, 500 vielleicht. Das wird heftig, ja. Ja, oh. Pfeifer, mach schon mal die Bierstände klar. Ja. Ich wollte erst Ulich sagen, aber ist er dann nicht mehr. Nee, leider nicht. So, ansonsten Transfermarkt extern hat sich auch noch nicht nichts getan. Barbara wollte nur mal eben noch sagen, Müsel hat verlängert, Sascha. Ja, stimmt. Barbara hat nicht zugehört im Auto. Ich hoffe, die fährt nicht selbst. Nein, das ist doch so ein Running Gag, Sascha. Ach In der Gruppe, so. du kriegst ja gar nicht mit. Nö, ist auf Stumm, die Irrenhausgruppe. Da wird zu viel geschrieben. Ja, ansonsten hast du noch irgendwas auf dem Herzen? Nö, danke. Außer. Erstmal Dank für die krasse Resonanz, muss man ja auch mal sagen. Für die ganzen Follows. Ich hoffe, das bleibt auch so. Jo. Bleibt gerne mit dabei am Ball, ne? Nächste Folge wird dann auch wieder regulär. Ich denke, Montag werden wir die nächste Folge machen, oder? Ja, wenn du sagst, du hast Montagszeit, ich auch. Ja, Ich hab weil das. Sonntag ist ja das Spiel relativ spät. 16:30, jo. Ich denke mal nicht, dass wir das noch Sonntag machen. Montag, denke ich eher. Ja, lieber Montag, lieber Ja. Montag. Jo. Die meisten sehen wir dennoch am Montag, ne? Sonntag. Am Montag sehen wir uns auch. Schaltet ein, ne? Und dann nur der RW, Nur ne? der RW, ne? Glückwunsch nochmal, ciao. Rot-weiße Fahnen und rot-weiße Schals auf jeder Fahrt. Essen asozial, so ist das im Ruheplatz.